Ja, dann denke ich, können wir starten. Da kommt noch jemand. Super. Wird also noch voller. Erstmal kurze Zwischenfrage. Kann man mich da hinten gut hören? Tipptopp. Ja, warten wir noch kurz. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag KPI-getriebene Produktdatenstrategie. Erstmal recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns heute zuhören. Fantastische Vorträge hier auf dem Print Day. Gestern waren wir bei unserem Kumpel Johannes Sommer von Retresco, der einen super Vortrag gehalten hat über ChatGPT und alle disruptiven Herausforderungen, die so vor unserer Haustür stehen und nur klingeln, Sturmklingeln. Ja, jetzt wollen wir einmal gemeinsam mit Ihnen die Frage beantworten, wie Sie effektives Produktdatenmanagement aufbauen können und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Wenn Sie auch einen Namen zu unseren Gesichtern haben, dürfen wir uns noch einmal kurz vorstellen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Patrick Michael. Ich bin Product Data Strategy and PIM Consultant bei der HMMH. Ja, wie der Titel eigentlich sagt, begleiten wir und beraten unsere Kunden hinsichtlich ganzheitlicher Produktdatenstrategien und PIM-Implementierungen. Ja, ich mache eigentlich ganz genau das Gleiche wie mein Kollege Patrick, heißt nur Robin und deshalb würde ich sagen, starten wir gleich. Ja, vielleicht noch ein paar Facts zu HMMH. Mit unserem Leitsatz Leading in Connected Commerce begleiten wir seit nunmehr 26 Jahren unsere Kunden in der digitalen Transformation. Ja, können wir eigentlich auch direkt reinstarten. Product Data Value Chain, zu Deutsch Produktdatenwertschöpfungskette. Als erstes wollen wir einmal einen kurzen Einblick geben, was ist unseres Verständnisses nach eigentlich die Product Data Value Chain, also wie verstehen wir die Produktdatenwertschöpfungskette, und anschließend wollen wir anhand von Praxisbeispielen einmal aufzeigen, wie wichtig KPIs eigentlich für die Umsetzung einer Produktdatenstrategie entlang der Product Data Value Chain sind. Genau, Product Data Value Chain. Fangen wir mal an mit der ersten Phase in unserer Product Data Value Chain, das ist die Onboarding-Phase. Im Prinzip beinhaltet die Onboarding-Phase die Erfassung von Produktdaten in das entsprechende Zielsystem. In der Regel bei den meisten unserer Kunden ist das Zielsystem ein PIM-System, wo die Produktdaten möglichst vollständig und hochwertig von der Datenqualität importiert werden sollen. Genau. Die zweite Phase, die Enrichment-Phase, beinhaltet die Anreicherung von Produktdaten, beispielsweise um weitere Produktattribute, um Assets wie beispielsweise Produktbilder oder Aufbauanleitungen oder ähnliches. Enrichment kann eine positive Auswirkung auf die Customer Experience haben, denn umso mehr Daten wir an dem Produkt haben, desto besser kann der Kunde seine Entscheidung im Frontend, also auf dem jeweiligen Kanal oder in dem jeweiligen Channel treffen. Die dritte Phase in unserer Product Data Value Chain ist die Management-Phase. Hier geht es um die Organisierung und Strukturierung von Produktdaten. Im Prinzip also die Schaffung eines Single Source of Truth für die Gesamtheit unserer Produktdaten, mit dem Ziel, die Produktdaten für interne Kollegen leicht zugänglich zu machen, Flexibilität zu schaffen und vor allem die Geschäftsprozesse effizient zu gestalten. Die fünfte Phase in unserer Product Data Value Chain, die Distribution. Also die Ausleitung von Produktdaten in verschiedene Zielkanäle, sowohl Print als auch digital. Das Ziel ist es eigentlich, die Produktdaten an die entsprechenden Bedürfnisse der jeweiligen Kanäle anzupassen. Kanal A wünscht sich beispielsweise andere Attribute als Kanal B oder eine andere Anzahl an Produktbildern. Und genau das adressieren wir mit der Distribution-Phase. Um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, mit welchen Partnern wir Hand in Hand in diese einzelnen Prozesse gehen. Viele davon haben Sie wahrscheinlich auch schon gestern und heute hier auf dem Print Day näher kennenlernen dürfen. Onboarding-Phase mit unserem Partner OneDot gemeinsam, der eine intelligente Onboarding-Plattform für Produktdaten bereitstellt. Bedeutet die Aufbereitung, Syndikation von Produktdaten in das entsprechende Zielsystem, in der Regel PIM, wie eben erwähnt. In der Enrichment-Phase mit unseren Partnern AX Semantics und Retresco. Retresco ja auch gestern einen super Vortrag, wie Robin erzählt hatte, von Herrn Sommer. Die automatisierte Produkttexterstellung, um effizienter
kostengünstiger Produkttexte in den Zielkanälen bereitzustellen. Das Produktmanagement, also effektives Produktmanagement mit PIM-Lösungen, wie beispielsweise auch heute hier vor Ort ContentSurf und Akeneo. Und zuletzt die Distribution-Phase, wo wir im Prinzip hocheffektive und unübertroffene Erlebnisse für den Kunden schaffen wollen, sowohl digital als auch auf Print-Ebene, unter anderem mit unserem Partner Print. Ja, super. Vielen Dank. Ja, wir nähern uns jetzt dem Thema KPI-getriebene Produktdatenstrategie und dessen Entwicklung. Wir bei HMMH haben uns ein Credo entwickelt, Consult Create Care. Also wir beraten nicht nur ganzheitlich, sondern wir unterstützen Sie auch dabei, innovative Lösungen zu implementieren, zu konfigurieren, stehen als Implementierungspartner neben unseren eben gezeigten Partnern an der Seite. Und ja, wir lieben, was wir tun und möchten Sie auch langfristig als treuer Partner für alle Ihre Herausforderungen, nicht nur was das Produktdatenmanagement angeht, sondern auch darüber hinaus Shops, CRM gerne begleiten. Ja, wie können wir jetzt eine ganzheitliche Beratung entlang der eben von Patrick vorgestellten Product Data Value Chain gewährleisten? Da haben sich bei uns vier Formate in der Vergangenheit etabliert. Das ist zum einen der Health Check. Das ist eine 360-Grad-Analyse Ihrer Daten, Prozesse und Strukturen. Für jede Aktivität der Wertschöpfungskette, die wir eben vorgestellt haben, haben wir bei uns im Hause Expertenteams, die Hand in Hand mit unseren Partnern zusammenarbeiten und für Sie die besten Lösungen erarbeiten, um maximale Wertschöpfung zu produzieren. Das heißt, wir gehen hier mit einem wirklich interdisziplinären Blick einmal ganz unvoreingenommen auf Ihre Datenprozesse, Strukturen, versuchen uns ein Bild zu machen, schauen, wo sind Ihre Herausforderungen, wo lauern vielleicht Potenziale und clustern das einmal für Sie und erarbeiten darauf aufbauend für Sie Handlungsempfehlungen. Wenn wir diese Handlungsempfehlungen erarbeitet haben, können wir in einen gemeinsamen Scoping-Workshop übergehen. In diesem Scoping-Workshop legen wir einmal die Herausforderungen und Potenziale, die wir identifiziert haben in unserem Health-Check, Ihren unternehmerischen Zielen gegenüber, schauen einmal, wie wir das decken können, gucken, welche Herausforderungen gerade vielleicht ganz arg knirschen in den Prozessen, Strukturen oder in den Daten, die wir uns vielleicht als erstes priorisiert angucken, stellen sozusagen eine priorisierte Liste, definieren Ziele und erarbeiten mit Ihnen auch KPIs, mit denen Sie diese Ziele messen können, mit denen wir auch wirklich sagen können, wo stehen wir jetzt gerade, wie ist der Fortschritt zu den Zielen, die wir uns vielleicht hier an der Stelle mal gesetzt haben. Ja, mit diesen Clustern an Zielen, Priorisierungen gehen wir gemeinsam mit Ihnen in einen Strategie-Workshop, wo wir ganz genau gucken, welcher Partner oder welches Expertenteam mit welcher Expertise ist gerade vielleicht für die bestimmte Herausforderung am geeignetsten. Stellen also einen Plan auf, mit dem Sie Ihre Herausforderungen auch möglichst kurzfristig wieder in den Griff bekommen oder entgegenwirken können. Aber wir haben auch gesagt, wir beraten nicht nur und wir möchten nicht nur als treuer Partner an Ihrer Seite stehen, sondern wir übernehmen auch als Dienstleister den operativen Part gemeinsam mit unseren Partnern zusammen. Also implementieren die Lösungen, die unsere Partner anbieten, konfigurieren sie und customisieren sie auf Ihre Prozesse und Strukturen. Ja, die Product Data Value Chain, Onboarding, Enrichment, Management, Distribution, die Kernkompetenzen, die Schwerpunkte, die wir eben auch einmal gesehen haben an der Wertschöpfungskette. Dahinter verborgen im Hintergrund sind natürlich diverse Teilaufgaben, die mit dazugehören. Wir helfen, den Wissenstransfer aufzubauen. Wir etablieren Data Governance Konzepte. Wir unterstützen Sie bei Ihrer PIM-MAM-Strategie, machen mit Ihnen Data Quality Analysen und so weiter und so fort. Also ein Riesenrepertoire, die noch im Einklang stehen mit den Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette. Gut, aber das zur Theorie. Jetzt wird es ein bisschen gemein. Wir sind der letzte Vortrag vor der Mittagspause. Das soll jetzt nicht irgendwie suggerieren, dass wir jetzt in die vorzeitige Mittagspause gehen, sondern wir haben uns hier passenderweise einen Case überlegt, der so ein bisschen auf eine Grillsaison abspielt. Und damit Sie so einen kleinen, praktischen, realistischen Einblick bekommen, wie dieser theoretische Beratungsansatz umgesetzt werden kann in die Praxis, haben wir so ein abstraktes Praxisbeispiel einmal mitgebracht. Dafür ist heute die Sophie hier mit am Start. Sophie, 34, Abteilungsleiterin im E-Commerce für eine Baumarktkette, also in der DIY-Branche tätig und kommt mit folgender Herausforderung auf uns zu. Und zwar hat sie das Problem, dass sie für bevorstehende Grillsaisons nicht in der Lage ist, ihre Artikel schnell genug online zu bringen. So,
Das ist Ihre erste Herausforderung. Sie kommt auf uns zu und gemäß unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes, wie wir eben gelernt haben, gehen wir erstmal einen gemeinsamen Health-Check. Das heißt, wir gucken uns erstmal Sophies Daten, Strukturen und Prozesse an. Im ersten Schritt fokussieren wir uns da auf die Prozesse, schauen, wo wir vielleicht mögliche Engpässe finden, inaktive Abläufe oder auch Lücken in der Strategie, die ja auch gerne mal vorkommen, werfen mit unseren Experten, Profis, Partnern einen interdisziplinären Blick auf die Strukturen und stellen auch relativ schnell fest, das Produktdatenmanagement erfordert viel zu viel Aufwand. Was daran liegt, vielleicht extrem viele Lieferanten, total viele Kataloge, die ongeboardet werden müssen, Ressourcenmangel, Lirum-Larum. Ich denke, wir sind uns alle bewusst, das sind Herausforderungen, die uns wahrscheinlich alle schon mal begegnet sind. Im zweiten Schritt gucken wir dann auch nochmal auf die Prozesse, versuchen wirklich alle Beteiligten einzubeziehen, die in irgendeiner Weise mit den Produktdaten bei Sophie zu tun haben, von der Geschäftsleitung bis zum Kundendienst, das Marketing, und gucken, wo es da vielleicht nochmal knirscht, um wirklich alle Herausforderungen zu identifizieren, um ein Gesamtbild zu schaffen. Da stellen wir auch wieder relativ schnell fest, dass Marketing kann Produktbeschreibung nicht rechtzeitig erfassen. Vielleicht auch aus den gleichen Gründen. Ressourcenmangel, Datenlage ist inkonsistent dadurch, dass vielleicht Daten von Lieferanten in kürzester Zeit ongeboardet werden müssen, damit wir in irgendeiner Weise auch noch verkaufsfähig bleiben, dann aber die Konsistenz der Daten darunter leidet. Der interdisziplinäre Blick auf die Daten und die Datenqualität unserer Experten lässt uns dann herausfinden, dass bei Sophie eigentlich auch überhaupt kein einheitliches Datenmodell vorhanden ist. Die Datengrundlage ist unzureichend, es fühlt sich auch keiner in irgendeiner Weise für irgendwelche Datencluster verantwortlich und ja, das sorgt für ganz schön viel Knirschen bei Sophie. Ja, und wer jetzt denkt, dass Sophies einziges Problem ist, dass sie ihre Daten nicht schnell online bekommt, wird auf ihrem Shop fündig an weiteren Herausforderungen. Wir haben hier das Gasgrill Modell X. Auf dem ersten Blick sehen wir, wir haben ein Bild vorhanden. Das heißt, der Kunde hat wirklich nur eine visuelle Möglichkeit, sich ein Bild von dem Produkt zu machen. Da haben wir zwar eine Artikelbeschreibung, die auch etwas dürftig ist, ziemlich kurz in einem Satz zusammengefasst. Dann steht da auch noch irgendwie Kohlegrill drin, obwohl es ein Gasgrill sein soll. Wir haben keine Features, die wir irgendwie nehmen können und mit anderen Grills vergleichen können, um uns wirklich ein gutes Bild davon zu machen. Und dann möchte Sophie dafür auch noch 220 Schlappen haben. Das ist natürlich zum Scheitern verurteilt an dieser Stelle. Jetzt wollen wir nicht nur den Teufel an die Wand malen, sondern auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, was die Herausforderung angeht. Und da haben wir ja versprochen, erarbeiten wir aus dem Health Check Handlungsempfehlungen, die Sophie dabei helfen sollen, das alles wieder so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Die Handlungsempfehlung, die ich gleich zeigen werde, ist mal so eine kleine Auswahl auf ganz hoher Flugebene. In der Praxis gehen wir da auf jeden Fall definitiv tiefer rein. Es soll nur jetzt mal so ein kleines Bild geben, was Sophie erwarten kann und welche Konzepte sich vielleicht bei Sophie bewähren könnten. Das ist zum einen das Data Governance, die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fachbereichen. Das heißt, wir schauen wirklich, welche Fachbereiche sind eigentlich in irgendeiner Weise mit Produktdaten beschäftigt. Wie ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Kollegen? Gibt es da vielleicht Potenzial, die Kommunikation noch zu optimieren? Können da Formate gefunden werden, um sich vielleicht besser auszutauschen, damit auch jeder versteht, wer ist für welchen Teil der Produktdaten verantwortlich und finden dann auch gemeinsam mit unseren Kunden Verantwortliche für die einzelnen Datencluster. Ein Data-Konzept würden wir Sophie auf jeden Fall ans Herz legen, also eine Datenaufbereitung, eine Konzeption eines einheitlichen Datenmodells, das war ja so Punkt 3 von den Herausforderungen, die so ein bisschen geknirscht haben, und eine Attribuierung durch einen externen Dienstleister, wie zum Beispiel uns. Wir an dieser Stelle haben ein Team von 50 Leuten, die sich rein mit dieser Problematik beschäftigen, die Attribuierung verbessern, das Datenmodell vereinheitlichen und eine Aufbereitung schaffen, sodass dann am Ende nicht Produkttexte irgendwie entstehen, wo im Titel Gasgrill steht und unten Kohlegrill und irgendwie keiner weiß, was ist das hier eigentlich für ein Produkt. Natürlich, Automatisierung kann maßgeblichen Impact auf die Zeit, um ein Produkt online zu bringen. Wie das ganz genau ist, schauen wir uns gleich an. Da könnte Sophie beispielsweise den Onboarding-Prozess oder ihre Texterstellung automatisieren. Und ein wirklich nicht zu vernachlässigender Faktor, den wir jetzt auch schon häufiger bei unseren Kunden erlebt haben, ist die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter in Bezug auf die Wichtigkeit überhaupt von Datenkonsistenz. Die sind sich meistens nämlich gar nicht im Klaren, was hat das eigentlich für Auswirkungen darauf, wenn unsere Daten inkonsistent sind, auf Umsatz, auf unsere Konkurrenzfähigkeit etc. pp.
Gut, Health Check und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir aus den Handlungsempfehlungen für Sophie messbare Ziele erstellen können. Genau. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt die Herausforderung von Sophie identifiziert, wir haben Handlungsempfehlungen abgeleitet und im nächsten Schritt entwickeln wir gemeinsam mit Sophie KPIs, um ihre Zielerreichung dauerhaft fortlaufend zu überprüfen. Die erste KPI haben wir schon auf einer der ersten Folien gesehen, Time to Market. Wir haben das Defizit aufgedeckt. Sophie braucht aktuell ca. 6 Wochen, um Produkte live zu kriegen, also auf den Shops oder auf den einzelnen entsprechenden Kanälen anzeigen zu können. Lieferanten stellen aber teilweise die Produkte deutlich später zur Verfügung. Also beispielsweise 3 Wochen vor Grillsaison würde bedeuten, Sophie kann das Produkt erst 3 Wochen nach Beginn der Saison live schalten. Dadurch würde sie enorm Umsatz verlieren. Deshalb haben wir gemeinsam das Ziel definiert, die Reduzierung des Zeitraums von Produkterhalt vom Hersteller bis zum Livegang in den entsprechenden Shops von 6 Wochen auf Minimum 3 Wochen zu reduzieren, also eine Reduzierung um 50%, um zumindest pünktlich zur Grillsaison die Produkte live schalten und verkaufbar machen zu können. Die KPI, die sich hieraus ergibt, Time to Market, also Zeit, die benötigt wird von der Lieferung der Produktdaten bis zum Livegang. Die Maßnahme, die wir hieraus abgeleitet haben, ist an erster Stelle ein automatisiertes Lieferanten-Onboarding. Weil wir hier gemeinsam mit Sophie festgestellt haben, aufgrund der Menge der Daten können wir hier den meisten Input liefern und die meiste Zeit einsparen. Natürlich gäbe es noch weitere Maßnahmen, die man aufbauen auf dieses Ziel erarbeiten könnte. Aber im ersten Schritt sollten wir die Reduzierung um 50% mit einem automatisierten Lieferanten-Onboarding erreichen können. Die zweite KPI, die wir mit Sophie gemeinsam erarbeitet haben, ist die Automatisierungsrate. Die Herausforderung oder Defizite, die wir aufdecken konnten, ist der manuelle Aufwand, wie Robin eben schon erwähnt hatte, bei der Erstellung von Produkttexten. Das bedeutet, wir haben eine große potenzielle Fehlerquelle bei der manuellen Erstellung von Produkttexten. Wir haben extrem hohe Kosten durch die manuelle Erstellung von Produkttexten und wir haben vor allem eine mangelnde Aktualität, weil wir die Produkttexte gar nicht in dem Intervall aktualisieren können, wie wir es eigentlich müssten. Das Ziel, was wir mit Sophie gemeinsam definiert haben, ist also die Erhöhung der Automatisierungsrate auf mindestens 50% für die Erstellung von Produkttexten bis zum Jahresende. Dadurch können wir Kosten einsparen, Zeit einsparen. Das zahlt auch wiederum auf die Time to Market ein, weil die Produkte deutlich schneller in den Shops verkaufbar werden. Die KPI, eben schon erwähnt, Automatisierungsrate, also Anteil der manuellen Tätigkeiten, die durch Automatisierung ersetzt werden können. Die Maßnahme, die sich hieraus für uns und für Sophie ergeben hat, wäre beispielsweise eine automatisierte Produkttexterstellung. Die dritte KPI ist die Datenqualitätsrate. Ich glaube, da haben wir eben auf der Produktdetailseite schon ein Gefühl für bekommen, dass die Daten nicht die beste Qualität aufweisen. Wir haben festgestellt, dass die Datenqualität im Sortiment Grills aktuell bei ca. 30% liegt. Wir haben festgestellt, dass es keine Qualitätsüberwachung gibt, keine Workflows, keine Regeln. Und aktuell stand für Sophie an erster Stelle, die Daten möglichst zeitnah verkaufbar zu machen. Die Qualität hat keine große Rolle gespielt, weil sie so einen enormen Zeitdruck hatte. Das Ziel, was sich hieraus ergibt, ist also die Erhöhung der Datenqualitätsrate auf 80% für das Sortiment Grills innerhalb der nächsten 3 Monate. Die KPI, die sich hieraus ergibt, Datenqualitätsrate, also Anteil an korrekten und vollständigen Daten in einem entsprechenden Datensatz. Die Maßnahmen, die sich hieraus ergeben, wären beispielsweise die Einführung eines Data Governance Konzepts mit expliziten Verantwortlichkeiten für Produkte, für Produktkategorien, die Erstellung von Datenqualitätsregeln, also wann darf ein Produkt wirklich in einen entsprechenden Kanal ausgeleitet werden, welche Informationen, welche Produktattribute müssen dafür vorliegen und die generelle Optimierung von einzelnen Arbeitsabläufen. Ja, vielen Dank. Soweit zum Thema Scoping und Zielfindung. Wir haben Maßnahmen für Sophie entwickelt. Wir haben hier jetzt mal so eine kleine Roadmap erstellt, mit der Sophie dann nach Hause gehen kann und sich freuen kann, dass bis zum Saisonbeginn hoffentlich dann alles wieder am Lot ist. Wie Patrick eben schon erwähnte, Erhöhung der Datenqualitätsrate auf 80% innerhalb der nächsten 3 Monate mit einer Automatisierung. Reduzierung der Time to Market um 50% innerhalb der nächsten 6 Monate mit dem automatisierten Onboarding von Daten. Und die Erhöhung der Automatisierungsrate auf 50% für die Erstellung von Produkttexten
mit automatisiert erstellten Produkttexten. Also der Datenqualitätsrate machen wir mit dem Data Governance Ansatz an der Stelle vielleicht ein bisschen irreführen. Genau, das ist das, was wir uns vornehmen für Sophie. Jetzt tun wir mal so, wir stehen jetzt vor Saisonbeginn, beamen uns mal so ein bisschen auf der Zeitachse nach vorne, haben die Time to Market reduziert um 50%, Datenqualität gepusht und die Automatisierungsrate haben wir auch noch angekurbelt. Und dann klappt es bei Sophie auch mit der Produktpräsenz in ihrem Online-Shop. Es bleibt wieder bei dem Gasgrill Modell X. Wir sehen jetzt aber, der Kunde hat deutlich mehr visuelle Eigenschaften hier, um sich einen Blick von dem Produkt zu machen. Mal ein bisschen schauen, wie das Produkt von verschiedenen Seiten aussieht, wie lecker das Fleisch darauf aussehen könnte, um sich mal ein bisschen vielleicht bei den Nachbarn unbeliebt zu machen. Wir haben eine Artikelbeschreibung, die jetzt deutlich mehr beinhaltet. Wir haben 3 Bullet Points mit den wichtigsten Features für diesen Grill, damit der Kunde auch in der Lage ist, Grills miteinander vergleichen zu können. Wir haben eine emotionale Produkttextbeschreibung, die wir erstellt haben, automatisiert mit noch so ein paar weiteren Details. Und jetzt macht vielleicht auch der Preis mit 220 Euro vielleicht hier auch nochmal ein bisschen mehr Sinn. Ist auch nochmal vielleicht besser zu rechtfertigen an dieser Stelle. Gut, Sophie ist jetzt bereit. Saison steht vor der Tür, alles ist wieder im Lot. Das war ein abstraktes Praxisbeispiel, wie wir eingangs einmal schon erwähnt haben. Welche KPIs oder welche Erfolge unsere Kunden in der Vergangenheit schon mit diesem Ansatz erzielen konnten, möchten wir Ihnen jetzt nochmal in 2 Cases darlegen. Case 1, Kika Leiner, ein Möbelriese aus Österreich, ist vielleicht ein Begriff, ist im Möbel-Einzelhandel tätig, kam mit uns, mit der Herausforderung auf uns zu, die Time to Market für ein Produkt im Best Case 3 Tage. Also für ein einziges Produkt 3 Tage von der Entstehung bis zur Online-Darstellung. Ja, schreit irgendwie danach, dass da irgendwas knirscht im Getriebe. Was haben wir gemacht? Wir haben den ganzheitlichen Beratungsansatz mit Kika Leiner einmal durchgespielt, Maßnahmen gefunden und festgestellt, 2 wichtige Leistungen sind hier extrem relevant. Die Optimierung der Arbeitsabläufe an sich zwischen den Fachbereichen, die Entwicklung von Workflows, Arbeitsprozessen, die Erstellung von Datenqualitätsgates, damit auch die Daten konsistent bleiben, auch bei einer erhöhten Time-to-Market und auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, die Einführung eines PIM-DAM-Systems an dieser Stelle Content-Surf, damit Kika Leiner überhaupt in Lage ist, ihre Daten oder die Daten vernünftig zu managen. Ja, welche Time-to-Market haben wir erreicht? Wir haben die Time-to-Market auf 98% reduziert. Das heißt, Kika Leiner braucht jetzt für die Erstellung eines Produktes nicht mehr 72 Stunden, sondern maximal 30 bis 60 Minuten. Ich finde, ein grandioser Erfolg, den wir hier mit Kika Leiner feiern konnten. Ja. Ja. Genau, ein weiteres Beispiel aus unserer Praxis. Der Kunde Hagebau, DIY-Segment tätig, Baumarkt. Bei Hagebau hatten wir die Herausforderung, eine konsistente Datenlage für den Livegang eines neuen Online-Shops zu schaffen. Das war ein wirklich enges Projekt mit einer sehr straffen Timeline. Mit dem Ziel oder mit der Leistung, die wir dort angeboten haben, eine hybride Redaktion mit AI Semantics aufzubauen, also einer automatisierten Produkttexterstellung. Wir haben bei Hagebau eine Automatisierungsrate von 78% erreichen können. Das bedeutet, aktuell oder zumindest zum Zeitpunkt des Cases wurden dort bereits 7.000 von 9.000 Produkttexten automatisiert erstellt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, warum nur 7.000? Was ist mit den anderen 9.000? Da gab es dann entsprechende Datenqualitätsprobleme, die in der Kürze der Zeit nicht aufgeholt werden konnten. Das heißt, diese Texte wurden weiterhin manuell erstellt. Aber grundsätzlich in der Zukunft ist dann auch vorgesehen, aus den 7.000 9.000 zu machen und die Automatisierungsrate auf 100% zu steigern und entsprechend an Effizienz zu gewinnen und Kosten einzusparen. Das waren unsere beiden Cases aus der Praxis. Hier nochmal einen kleinen Überblick über weitere Kunden aus der Möbelindustrie, aus der Fashionindustrie, weitere Kunden auch aus dem DIY-Bereich und aus den Consumer Electronics, nur um Ihnen mal einen Überblick geben zu können, mit welchen Kunden wir diesen Ansatz bereits erfolgreich durchführen konnten. Und das war's von unserer Seite. Ich hoffe, Sie konnten aus dem Vortrag was mitnehmen und dann wünsche ich Ihnen gleich schon mal einen guten Appetit beim Mittagessen. Ja, jetzt ist Zeit für Fragen. Wir haben sonst da hinten auch noch einen Stand aufgebaut. Da können Sie uns auch mit Fragen weiter durchlöchern, falls danach noch was kommt. Aber jetzt
gerne raus, wenn noch was quer liegt. Wahrscheinlich so. Das sieht gut aus. Weiß jetzt nicht, ob das dafür spricht, dass der Vortrag gut war oder... Aber gut, alles klar. Vielen Dank. Danke.